mit Maik Razzate zu arbeiten, ist ein wahres Vergnügen. Und das war tatsächlich ein einziges Foto. Also der Mann hat ein Auge, unbeschreiblich. Ich habe mich hingestellt, er hat draufgedrückt und das Ergebnis ist hier zu sehen. Das heute hier zu so einer multimedialen Location umzufunktionieren, zum einen Möbel in so ein absolut abgefahrenes Environment zu bringen und dann noch zu toppen mit so einer unglaublichen Ausstellung, finde ich eigentlich Kultur, Guerilla, Rock'n'Roll vom Allerfeinsten. Wir sind im Jahr 2015, alles ändert sich, alles ist schneller und ich mag nicht so die traditionellen Sichtweisen. Wie kriegst du die locker? Champagner? Man darf diese Menschen nicht beduddeln zu sehr auf gut Deutsch. Die wollen normal, die werden den ganzen Tag chauffiert und das und das. Du musst ein Level haben. Wenn die sehen, wir sind auf einem Level, dann ist es auch easy. Und dann im Moment zu treffen, dass diese Menschen gut ausschauen, das kann nicht jeder. Wie würdest du deinen Wohnstil bezeichnen? Mein Wohnstil ist sehr, sehr mädchenhaft im Sinne von, ich glaube, alle Frauen in meinem Alter mögen shabby chic und Landhausstil und am liebsten alles in weiß. Aber ich habe im Moment so eine Umbruchphase. Bevor ich Kinder habe und eine Familie, möchte ich nochmal so eine richtig verrückte Künstlerbude haben. Die dann aussieht wie bitte? Naja, ich habe mir schon hier was bestellt, nämlich ein Schriftzug, da steht drauf Sinner. Man kann es anmachen und da sind Kristalle, die durchleuchten. Das kommt über mein Bett. Es schreit danach, bei so hohen Wänden Kunst zu zeigen. Richtig. Habe ich richtig interpretiert. Es schreit danach, inspirativ zu agieren. Ja, und deshalb haben wir die Wände auch so gestaltet, dass wir sagen, wir lassen einen Teil einfach als Bühne da, um Kunst oder auch Lichtinstallationen so wirken zu lassen, dass der Besucher sagt, wow, sowas habe ich noch nie gesehen, da muss ich öfters hingehen. Also so ein Bett wird zum Beispiel, das wird bei mir jetzt nicht reinkommen, ja. Aber drüben auf der anderen Seite, das sind so Sachen, die mir sehr gefallen. Meistens bin ja asiaphil, wenn man immer so schön sagt, ja. Da drüben gibt es so ein paar Dinge, die ich mir schon näher angeschaut habe. Aber ich versuche immer, dass es wohnlich ist, dass man sich wohlfühlt. Also bei mir muss man reinkommen und sich wohlfühlen, das ist mir immer wichtig. Also auf dem Sofa sitzen oder auch lümmeln können. Auf dem Sofa lümmeln, das ist ein perfektes Schlusswort. Wir lümmeln hier auch auf dem Bett. Jetzt könnte ich sagen, ich hab Ralf Bauer von der Bettkante gestoßen. Ja. Das Interview ist beendet. 95.5 Charivari. München Sets Radio.